meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren U-Bahn-Simulator Let's Play Physics bei Nvidia. Ja, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen U-Bahn-Simulator Let's Play hier bei Marcel LP Simulations LP Simulations Let's Plays. Diesmal zeige ich euch den Vorgänger von World of Subway Volume 4, und zwar World of Subway Volume 3 London Underground mit der Circle Line. Ja, in den Einstellungen kann man verschiedenes einstellen, wie bei den anderen auch: Spiel, Grafik und Steuerung. Grafik habe ich jetzt hier mal so angemacht, bei Vollbildmodus vereinfachte Lichtsysteme ist aus. Helligkeit, Kontrast, Strohfilter ist aus, an Bewegungsschärfe, Mittel, Tiefschärfe, Details aus, Glow aus, Spiegel an, dynamisch, das ist alles auf volle Pulle, eigentlich die Einstellungen sind auf volle Pulle spielen. Gleisen deaktiviert, Bremspflicht ist deaktiviert, übernehmen. Ja, und dann wollen wir mal ein neues Spiel sagen. Und eine Fahrt nach Fahrplan. Es wird nur eine ganz kurze Fahrt von Hammersmith nach Edgeway Road. Zwar um 12.49 Uhr. Sonnenschein. Spiel starten. World of Subways Underground, TML Studios. Ja, dann wollen wir jetzt mal einmal gehen wir was testen hier. Grafik, ach, Grafik kann man ja nicht zugreifen, wenn man im Spiel ist. Das ist ja schon doof. Lichter einstellen, meine lieben Freunde. Mal reingehen hier. Erstmal da so ein Armaturenbrett und die Rücklichter einstellen. So, und dann können wir, wir müssen rausgehen. Hoffentlich sind die Spielsounds hoch auch eingestellt, also dass wir dann auch was besser auch hört, was vom U-Bahn-Simulator. Ja. Wir reingehen jetzt hier. Wann müssen wir denn los? 12.49 Uhr, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen mal jetzt erstmal hier auf Programm. Thank you.
vorbei. Mehr, länger fahren wir nicht. Wird ja nur ein kurzes Let's Play vom World of Subway. Volume 3, London, Underground mit der Circle Line. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von World of Subway Volume 3 oder von irgendeinem anderen U-Bahn-Simulator oder Bus-Simulator, dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann auch gerne den Bus- und Cable-Car-Simulator San Francisco nochmal zeigen. Oder World of Subway Volume oder World of Subway Volume 4, New York Linie 7. World of Subway Volume 2 und Volume 1 nimmt leider mein Aufnahmeprogramm nicht auf. Also das NVIDIA-Aufnahmeprogramm Shadowplay nimmt leider das nicht auf. Deswegen kann ich das leider nicht zeigen. Das sind die beiden Sachen, oder auch in der Microsoft Train Simulator auch. Die Berliner Subway zum Beispiel kann ich auch nicht zeigen, nimmt er nicht auf. Die anderen Programme kann ich aber alle zeigen. Also wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da bei dem Video, abonniert mich und schreibt in die Kommentare, was ihr noch als nächstes sehen wollt. Ja, und dann genießt jetzt einfach mal die Fahrt. Ansagen sind auch dabei. Ja, und ich hoffe dann, dass ihr dann mal ein bisschen in Stimmung kommt jetzt bei dem Video und auch ein bisschen Spaß habt, mir zuzuschauen. Mal gucken, wie mein Fahrstil ist. Ich weiß es natürlich noch nicht, wie mein Fahrstil ist. Keine Ahnung. Ja, es läuft natürlich bei mir jetzt alles sehr, sehr flüssig, weil ich nämlich jetzt eine NVIDIA GeForce GTX 950 drin habe. Irgendwann werde ich mir auch noch irgendwann einen neuen PC auch wieder haben und dann werde ich mir eine NVIDIA GeForce GTX 970 oder 960 holen. Das ist ja noch besser, noch schneller, aber das ist eigentlich jetzt das Schnellste, was es gibt. Baker Street, genau, London. Ja, 12.51 Uhr fahren wir dann an der Station hier ab. Ja, und dann, mal gucken, was der Simulator noch so bringt. Ja, die Leute steigen sogar hier ein und setzen sich hin, aber das ist ja nicht neu. Neues, weil in World of Subway Volume 4 geht das ja, funktioniert ja sowas auch. Von daher ist das keine Neuerung mehr. Früher war das natürlich eine Neuerung, weil da World of Subway Volume 4 gab es da noch nicht und deswegen war das schon eine Neuerung. Aber das wurde ja jetzt einfach übernommen. Von daher ist das keine Neuerung. Oh, Papier, Müll. Wer hatte das da geschmissen? Pappe, Kartons, ey. Ist doch gar nicht. Was für ein Verschwender der Umwelt. Nee, nee, nee.
Ansagen sind auch automatisch, und dann wollen wir das Ansagensystem auch wieder automatisch. Next station is Shepherd's Bush Market. Abfahren 52. Scheinwischer läuft natürlich auch. Ist natürlich klar. Pfeife. Als Administrator oder Kompatibilitätsmodus unter Windows 7 starten, dann vielleicht läuft das dann mit dem Aufnahmeprogramm. Da stürzt das dann aber gerade zu meinem PC abgestürzt. Und das war nämlich gerade durch World of Subway Volume 2. Naja, ist ja nicht so schlimm. Alles mal gut gegangen und es funktioniert, aber es funktioniert, er funktioniert aber auch. Von daher. Diese Kamera läuft richtig flüssig. So, jetzt müssen wir wieder los. Ich fahr sonst auch hier noch spät. Das wollen wir nicht. Mensch. Weil diese Kabel, ey, Mensch. Ist ja alles so undicht. Aber das muss ja sein, durch die Stromversorgung geschehen. Glaube ich, hoffe ich mal. Mensch, die Gebäude sehen aber auch aus, ey. 80er Jahre oder so. Schön, wenn du mal so ein schönes Angebot bauen willst. Weiter, die nächste Station ist nächste Station ist, müsste ja angezeigt werden, Logan Road, oder wie die heißen. The next station is Ladbroke Grove. Aber der sieht irgendwie so verpixelt aus, der Kran. Oder?
Jetzt ist er wieder weg. Ey. Der ist doch da, der Kran. Gebäude nicht bilden wollen, naja. 57 müssen wir sowieso abfahren. Können wir mal die Tür zu machen. Die Gebäude bilden sich so nach und nach. Das ist leider so, weil das noch eine alte Technik hier wohl noch Verbindung 3 ist. Soll aber der beste Quadrat des Jahres sein, also des Jahres 2009. The next station is Westbourne Park. Westbourne Park. Ein paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Thank you.
Ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, euer Marcel LP, Simulations-LPs. Ja. Oh, da fährt noch, das möchte ich euch natürlich noch zeigen, KI. Hammersmith, Mensch. Komm mir nicht entgegen hier. Ja, dann bedanke ich euch fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.